Gegrüßet seist, o Königin, o Maria, erhabene Frau und Herrscherin, o Maria. Freut euch, ihr Cherubim, lob singt ihr Seraphim, grüßet eure Königin. Salve, 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 Regina. O Mutter der Barmherzigkeit, o Maria, du unseres Lebens Süßigkeit, o Maria. Freut euch, ihr Cherubim, lob singt ihr Seraphim, grüßet eure Königin. Salve, 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 Regina. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Pilgerinnen und Pilger, ich darf Sie alle ganz herzlich grüßen. Wir sind eine Pilgergruppe aus der Erzdiözese Freiburg in Deutschland. Diese Pilgerfahrt ist gestaltet vom Fatima-Apostolat unserer Erzdiözese. Und wir freuen uns, dass wir heute hier an der Erscheinungskapelle die Heilige Messe feiern dürfen. Ich heiße aber ebenso herzlich alle anderen willkommen, die heute hier sind und die Eucharistie mit uns feiern. Heute ist der Festtag des heiligen Benedikt von Nursia, der für Europa eine so prägende Gestalt des Glaubens war, der so viele Spuren hinterlassen hat, der so prägend gewirkt hat, weit über sein eigenes Leben hinaus. Benedikt, der Gesegnete, heißt das. Und wir sind hier an einem Ort, der wirklich gesegnet ist. Wir sind versammelt um das Bild unserer lieben Frau von Fatima. Sie ist die Benedikta, die Gesegnete schlechthin. Gesegnet unter allen Frauen. Und die Kinder haben in der Begegnung mit ihr erfahren, dass sie auch Gesegnete wurden. Und so dürfen wir heute an diesem Festtag sicher auch den Segen der Mutter Gottes empfangen für uns alle, auch für die Menschen, die wir mitgebracht haben. Öffnen wir dem Herrn unser Herz und erbitten wir sein Erbarmen. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Gloria, Gloria in excelsis Deo.
Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Herr, eingeborener Sohn Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, nimm an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme dich unser. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns im heiligen Benedikt einen Meister und Lehrer geschenkt, der uns anleitet, dich zu suchen und dir zu dienen. Gib, dass wir deiner Liebe nichts vorziehen, sondern voll Freude und Zuversicht auf dem Weg deiner Gebote dir entgegeneilen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch der Sprichwörter. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote beherzigst, der Weisheit Gehör schenkst, dein Herz der Einsicht zuneigst, wenn du nach Erkenntnis rufst, mit lauter Stimme um Einsicht bittest, wenn du sie suchst wie Silber, nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Gottesfurcht begreifen und Gottes Erkenntnis finden. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Für die Redlichen hält er Hilfe bereit, den Rechtschaffenen ist er ein Schild. Er hütet die Pfade des Rechts und bewacht den Weg seiner Frommen. Dann begreifst du, was Recht und Gerechtigkeit ist, Redlichkeit und jedes gute Verhalten. Wort des lebendigen Gottes. Laudate omnes gentes, laudate dominum, laudate omnes gentes, laudate dominum. Ich will den Herrn alle Zeit preisen, immer sei sein Lob in meinem Mund. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Armen sollen es hören und sich freuen. Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Verherrlicht mit mir den Herrn, lasst uns gemeinsam seinen Namen rühmen. Blickt auf zu ihm, so wird euer Gesicht leuchten und ihr braucht nicht zu erröten. Kostet und seht, wie gütig der Herr ist, wohl dem, der zu ihm sich flüchtet. Kommt ihr Kinder, hört mir zu, ich will euch in der Furcht des Herrn unterweisen. Bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor falscher Rede. Meide das Böse und tu das Gute. Suche Frieden und jage ihm nach. Selig die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit sagte Petrus zu Jesus: Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Jesus erwiderte ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, wenn die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den Thron der Herrlichkeit setzt, werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das 100-fache erhalten und das ewige Leben gewinnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, liebe Pilgerinnen und Pilger. Von einem Mitbruder, einem Priester in der Schweiz, habe ich einmal eine schöne Geschichte erzählt bekommen aus seiner Kindheit. Er ist mit seiner Familie, die Mutter mit den Kindern, jedes Jahr einmal
nach Einsiedeln gepilgert, ein großer Marienwallfahrtsort in der Schweiz, mit einem Benediktinerkloster, wo man sieht, ja, wie Benedikt bis in unsere Zeit hinein ausstrahlt. Und das war für die Kinder immer eine große Attraktion, einmal nach Einsiedeln. Da wurde natürlich nicht nur gebetet, sondern da gab es auch viel andere Freuden, ein gutes Essen und wahrscheinlich auch ein Eis. Und dann ist die Mutter immer noch einmal im Jahreslauf für sich ganz alleine nach Einsiedeln gegangen. Das konnte der kleine Junge nicht verstehen, der später Priester geworden ist. Und er hat der Mutter gesagt, das muss ja schrecklich langweilig sein, so ganz alleine eine Wallfahrt zu machen. Dann hat die Mutter ihm geantwortet, weißt du, wenn ich nicht einmal im Jahr, wenigstens einmal im Jahr, meinen Kopf in den Himmel stecken kann, kann ich euch Lausbuben nicht ertragen. Das ist eigentlich ein schönes Zeugnis dieser Mutter. Sie wollte einmal im Jahr so ganz für sich den Kopf in den Himmel stecken, um ihre Lausbuben zu ertragen, um das Leben zu ertragen. Und das machen wir jetzt auch, wenn wir hier sind in Fatima. Wir stecken nicht nur einen Tag, sondern eine Woche lang den Kopf in den Himmel und das Herz dazu. Denn hier ist der Himmel. Hier hat der Himmel die Erde berührt. Und es ist für uns alle berührend, glaube ich, heute Vormittag, dass wir hier die Heilige Messe feiern dürfen. Der Ort, wo der Himmel die Erde berührt hat. Und der berührt jetzt neu die Erde, der Himmel, wenn wir jetzt gleich die Eucharistie feiern. Und die Glocken, die bestätigen das jetzt. Der Himmel hat die Erde berührt. Und wenn das so ist, dann ist es gut, dass wir da eintauchen. Am 13. Juni 1917, bei der zweiten Erscheinung, da haben die Kinder offensichtlich so von dieser Erscheinung gefangen genommen, so berührt in ihrem Herzen, hat Lucia gesagt, ich möchte euch bitten, uns alle drei mit in den Himmel zu nehmen. Was für ein kindliches Gebet. Wir wollen sofort mit dir in den Himmel gehen. Ja, war die Antwort. Ich werde bald kommen und Jacinta und Francisco holen. Du aber musst noch länger hier unten bleiben. Jesus will sich deiner bedienen, um mich mehr bekannt und beliebt zu machen. Und dann fügt sie hinzu, als Lucia ein bisschen sorgenvoll fragt, werde ich denn alleine hier bleiben? Nein, mein Kind, verliere nicht den Mut. Ich werde dich nie verlassen. Mein unbeflecktes Herz wird deine Zufluchtsstätte sein und der Weg, der dich zu Gott führt. Mein Herz wird dein Himmel sein auf dieser Erde. Und dann, bei diesen Worten, schreibt Lucia, öffnet die selige Jungfrau ihre Hände und ergoss zum zweiten Mal dieses durchdringende Licht über uns, indem wir uns selbst wie eingetaucht sahen in Gott. Francisco und Jacinta schienen die Strahlenbündel in den Strahlenbündeln zu stehen, die zum Himmel emporstiegen, und ich in dem Lichtbündel, der sich zur Erde ergoss. Ich glaube, es geht in Fatima um den Himmel auf Erden. Natürlich ruft die Gottesmutter dazu auf, alles zu tun, dass wir den Himmel einmal wirklich erreichen. Und nicht nur wir, sondern dass ihn alle erreichen, für die Sünder zu beten, für die zu beten, die weit weg sind, die keine Himmelsperspektive haben. Aber auch in dieser Welt schon wirklich, ja, wie mit einem Fuß im Himmel zu leben. Mein Herz wird deine Zufluchtsstätte sein. Und wenn die Gottesmutter uns hier ihre Hände öffnet, ihr Herz öffnet und uns in dieses Licht taucht, dann glaube ich, dürfen wir hier in Fatima lernen,
Und das wünsche ich uns allen von Herzen, uns wie in Gott eingetaucht zu erleben. Das heißt, dass wir uns im Licht Gottes sehen. Es werden nicht alle Bitten erhört werden, die wir dabei haben. Es werden nicht alle Schwierigkeiten weg sein, wenn wir heimfahren. Manchmal kommen neue sogar dazu. Aber wenn uns hier geschenkt wird, dass wir unser Leben im Licht Gottes sehen, auch die Schwierigkeiten, auch das Notvolle, auch das Leidvolle im Licht Gottes zu sehen, den Plan Gottes zu erahnen, der dahinter steht, dann sind wir schon ein bisschen im Himmel. Und ich glaube, das ist der Weg, den Maria uns eröffnet hat in Fatima, zu dem sie uns einlädt. Jetzt tauchen wir wirklich in dieses Licht ein. Nehmen diese Zeit als ein Geschenk uns und unsere Lebensgeschichte. Alles, vielleicht auch manches Verworrene, im Licht Gottes neu zu sehen, um dann in diesem Himmel zu Hause zu sein. In ihrem unbefleckten Herzen. Amen. Lasst uns hier jetzt mit unseren Bitten vor den Herrn treten. Der heilige Benedikt hat gesagt, der Liebe zu Christus ist nichts vorzuziehen. Gottesmutter lädt ein zum Gebet, vor allem zum Rosenkranz. Jetzt wollen wir im fürbittenden Gebet heute unsere Anliegen vor Christus bringen, der uns alle in seine Nachfolge ruft. Für alle, die nach den Regeln des heiligen Benedikt leben, zeige ihnen den Weg zum Leben. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für die Völker Europas schenke ihnen im Zeichen des Kreuzes Einheit und Friede. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für alle verunsicherten Menschen erleuchte sie durch deinen Geist. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für alle, die du zum Ordensleben rufst, führe sie in den ungeteilten Dienst nach der Erweisung des Evangeliums. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für alle, die jetzt in diesen Tagen als Pilger hier in Fatima sind, mit ihren Anliegen, Sehnsüchten und Wünschen, dass wir alle die Erhörung erfahren, die wir brauchen, dass der Herr an uns seinen Plan erfüllt. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für die, die wir im Herzen mitgetragen haben, denen wir unser Gebet versprochen haben. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, du weißt, was wir brauchen. Höre auf die Fürsprache deiner Mutter und des heiligen Benedikt und erhöre uns. Lob sei dir in Ewigkeit. Amen. Singen zur Gabenbereitung, Meerstern, ich dich grüße, bei der Nummer 60, die ein blaues Heft haben. Meerstern, ich dich grüße, o Maria.
Maria, hilf. Maria, hilf uns allen aus unserer tiefen Not. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, sieh auf die Gaben, die wir zu deinem Altar bringen. Gib, dass wir nach dem Vorbild des heiligen Benedikt an jedem Ort und zu jeder Stunde in deiner Gegenwart leben und so in deinem Dienst die Gaben der Einheit und des Friedens erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Gnade zu rühmen. Inmitten der Kirche berufst du Menschen, sich Christus zu weihen und mit ganzer Hingabe das Himmelreich zu suchen. In ihnen offenbarst du deinen Ratschluss, uns Menschen die ursprüngliche Heiligkeit neu zu schenken und uns schon jetzt mit Freude an den Gütern der kommenden Welt zu erfüllen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen wir aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis und coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, wir preisen deinen Tod. Wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. Komm, o Herr, bleib bei uns, komm, o Herr, lebe. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, mit dem Bischof dieses Ortes und unserem Heimatbischof Stefan, mit allen Bischöfen, Priestern und Diakonen und mit allen, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch all unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir denken an alle unsere verstorbenen Angehörigen und die Menschen, die uns im Leben begleiteten und oft uns auch viel Kraft gegeben haben, den eigenen Weg zu gehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Benedikt und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, damit wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Gebet um den Frieden, das hat in Fatima einen wichtigen Ort. Wir wenden uns an Christus, der in unserer Mitte ist, Herr Jesus Christus. Schau nicht auf unsere Sünden, schau auf den Glauben deiner Kirche, höre das Gebet so vieler Menschen. Schenke uns und allen, mit denen wir im Glauben an dich verbunden sind, den inneren Frieden, die Einheit in dir und gib unserer bedrängten Welt Versöhnung und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Geben wir uns ein Zeichen der Verbundenheit und des Friedens. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis agnus Dei, qui tollis me patam mundi. Miserere nobis agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Selig, wer bei ihm sich birgt.
Jesus, dir lieb ich, Jesus, dir sterb ich. Und was? Sei uns gnädig, sei uns barmherzig, uns, O Jesus, in deiner Seligkeit. Jesus ist nicht vom Himmel herabgekommen in der Eucharistie, um in einem goldenen Kelch aufbewahrt zu werden, so sagt einmal Theresia von Lisieux, sondern er hat seinen Himmel verlassen, weil er einen anderen Himmel voll Sehnsucht sucht, nämlich der Himmel deines und meines Herzens. Seine Gegenwart macht unser Herz zu einem Himmel. Begegnen wir ihm in einem Moment der Stille, schenken wir uns ihm, bringen wir auch all unsere Dankbarkeit und unsere Sorgen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, wir haben das Unterpfand des ewigen Lebens empfangen. Gib, dass wir nach der Weisung des heiligen Benedikt alle Menschen als Brüder und Schwestern aufrichtig lieben und in deinem Dienst treu befunden werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ich möchte einladen, dass wir das Jubiläumsgebet beten. Sie haben es entweder auf dieser einen Karte oder auch im Faltblatt, das wir drüben vorhin ausgeteilt haben. Dort ist es die graue Seite, die grau unterlegte Seite. Und dass wir uns mit diesem Gebet an die Gottesmutter wenden, mit den Worten unseres Papstes Franziskus hier in Fatima. Gegrüßet seist du, Mutter des Herrn, Jungfrau Maria, Königin des Rosenkranzes von Fatima. Gebenedeit unter allen Frauen. Du bist das Bild der mit dem österlichen Licht gekleideten Kirche. Du bist die Ehre unseres Volkes. Du bist der Triumph über das Zeichen des Bösen. Prophezeiung der barmherzigen Liebe des Vaters. Meisterin der Verkündigung der frohen Botschaft des Sohnes. Zeichen des brennenden Feuers des Heiligen Geistes. Lehre uns in diesem Tal der Freuden und Schmerzen die ewigen Wahrheiten, die der Vater den Kleinen offenbart. Zeige uns die Kraft deines schützenden Mantels. Sei in deinem unbefleckten Herzen die Zuflucht der Sünder und der Weg, der uns zu Gott führt. Vereint mit meinen Brüdern und Schwestern im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, gebe ich mich dir hin. Durch dich vereint mit meinen Brüdern und Schwestern weihe ich mich dem Herrn. O Jungfrau des Rosenkranzes von Fatima, geborgen im Licht, das uns aus deinen Händen erreicht, werde ich den Herrn ehren bis in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, unserer lieben Frau von Fatima, auf das Gebet der heiligen Franziska und Jacinta, segne und behüte euch der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.
Segne du Maria, segne mich dein Kind, dass ich hier bin.